Polizeiball ist eine Traditionsveranstaltung, die ganz, ganz wichtig ist, denn das ist Anerkennung für die Wiener Polizistinnen und Polizisten und auch ein Dankeschön für alle, die im Dienst der Sicherheit arbeiten. Naja, hat jetzt sehr länger Zeit nicht stattgefunden und daher ist es schön, dass er heute wieder stattfindet und es gibt einfach die Möglichkeit, von meiner Seite als verantwortlicher Minister auch Danke sagen zu können. Ich bin jetzt seit über einem Jahr Minister und sehe, wie professionell und mit wie viel Freude, mit wie viel Engagement und aber auch mit welcher Konsequenz die Polizei und im Speziellen die Wiener Polizei arbeitet. Und daher freut es mich, dass ich das heute in großem Ausmaß selber persönlich tun kann. Ein Polizeiball, der ist Dank und Anerkennung für die Kolleginnen und Kollegen, die hier in Wien Dienst machen, für ihre Leistungen, für ihren täglichen Einsatz, für die Sicherheit. Es ist großartig, wie Sie diese Arbeit tun. Vielen Dank dafür. Ja, also wir sind heute das erste Mal gemeinsam am Polizeiball. Wir freuen uns besonders, dass das jetzt dieses Jahr stattfindet, vor allem nach der ganzen Corona-Krise. Und besonders beeindruckend ist natürlich das Ambiente da. Also was gibt Schöneres, als beim Rathaus einen Ball verbringen zu dürfen? Ich bin Polizeischülerin und habe heuer den Ball eröffnen dürfen, habe eintanzen dürfen und das war ein einzigartiges Erlebnis und einfach traumhaft, wunderschön. Ganz, ganz schöne Sache und alle sind voll bemüht und das zeichnet diesen wunderbaren Ball so einfach aus. Ja.